Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Planet Coaster. Nicht Planet Base, nein, das habe ich in der letzten Folge gesagt. Planet Base. Völlig falsch. Nein, wir spielen hier Planet Coaster. Und ja, guck mal, hier wandern sie, die Leute. Die rennen sogar. Wow, wie bescheuert. Ganz alleine. Will nach Venom. Okay, gut. Hier ist natürlich noch lange nicht alles fertig. Wir wollen ja unterirdisch bauen. Eure Kommentare sehr, sehr hilfreich. Wir haben angefangen mit einem Raumschiffbau. Den machen wir nebenbei. Von momentan müssen wir uns so ein bisschen darum kümmern, dass die Geschäfte laufen. Die Warteschlangen sind meistens viel zu lang und die Staus viel zu heftig. Dann habe ich gerade im Ladebildschirm gelesen, breite Wege sind eine Option, um Stauung zu vermeiden. Ja, wie soll ich denn jetzt hier noch einen breiten Weg reinmachen? Geht ja nicht. Ja? Vielleicht geht das schon. Dafür muss ich aber alles kaputt machen. Will ich aber nicht. Gut. Diese doofen Züge, die machen mich ganz verrückt. Ne? Überall sind sie am Rumpusten. Aber hier ist das aber auch voll, ne? Wir haben nur einen Waggon, habe ich gesagt, voll wenig. Es ist aber meine eigene Schuld gewesen. Oh, so geht es aber schnell, ne? Wenn das immer so wäre. Weil wir tatsächlich diese Bahnhöfe zu klein gemacht haben, ne? Wir könnten die ja größer ziehen und dann würden da mehr Waggons anpassen. Habt ihr mir auch geschrieben. Mann, jetzt geht aber ab hier gerade. Das ist ja eine Massenabfertigung. Aber soll ja auch so sein, ne? Aber warum müssen die ganze Zeit tröten, ey? Das geht mir so auf den Keks. Hätte ich mal nicht diese Züge genommen, weil die mich am meisten am Zug erinnern. Gut, hier ist die Warteschlange aber gerade gediegen. Also, was heißt gediegen, ne? Die ist schon sehr voll. Ich habe geschrieben, ich soll einfach kackenfrech die Preise erhöhen. Und da habe ich ein bisschen Bammel vor, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt hier, sage ich mal, so einen Dollar mehr nehme, 19,50, könnte die Schlange reduziert werden. Aber dann fahren die ja damit nicht mehr, ne? Dann, vielleicht gehen die einfach weg, die Leute. Ich weiß es nicht. Ich mach mal einen Dollar mehr. Ach, guck mal hier. Erreicht einen Bonus von 160 für einen ausgeglichenen Park. Dass ich noch einen ausgeglichenen Park habe, ist ein verrückter Park. Park liegt für Müll. Ich weiß. Wir versuchen es die ganze Zeit, Müll zu entsorgen. Baue eine Achterbahn, bla 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 bla. Gut, aktuell läuft Werbung. Wir haben wenig Leute im Park, finde ich momentan. Und wir machen auch gerade wieder ganz wenig Geld. Das liegt wahrscheinlich an dieser wunderbaren Werbung, die wir machen. Wir machen zu wenig Werbung. Aber jetzt kann ich mir gerade wieder mal keine leisten. Denn wir haben Teenagergruppen. Wir müssen Teenagergruppen anziehen. Das Zeug zieht nur Teenager an, aber weniger Erwachsene, ne? Ist da ein Unterschied Teenagergruppen? Gibt es da einen Unterschied? Warum ist das nicht grau? Fernsehen, wir machen nur, wenn wir Minus haben, ist das grau? Ja. Bisschen Plus machen wir. Oh, dann geht das sogar cool. Teenagergruppen müssen wir mehr anziehen. Komm, wird nochmal blau. Werbung ist wirklich in dem Spiel mega wichtig. Boah, jetzt kriege ich nicht kein Plus hier mehr da unten kommen. The Cube One hat ein technisches Problem. Ja, sind schon so viele Fahrgeschäfte. Es gab ein Winter-Update, habe ich gestern auf der Arbeit gelesen. Könnte ja ganz interessant werden. Wir machen hier eine Mark Plus mehr hier. Was ist jetzt los? Nur weil ich da drauf drücken will, weißt du das Spiel? Das wird natürlich 5000 mehr kosten wieder, aber das ist dementsprechend, zieht das ja auch Leute an, die wieder mehr Geld ausgeben. Dann habe ich noch einen super mega mega geilen Tipp gelesen. Guck mal, das geht. Geldautomate hinstellen. Die Leute kommen und haben nicht genug Geld dabei. Da muss man auch drauf gucken, ne? Die haben immer so wenig Budget. Und ja, wenn wir jetzt einen Geldautomat bezahlen können, dann hauen wir hier natürlich einen hin, ne? Ist ja klar. Dann können die hier sich nämlich Geld holen. Dann können sich die Fahrten auch leisten. Das ist auch immer so eine Sache, was man also denken muss. Ist eigentlich unfassbar schwierig viel hier, ne? Was haben wir denn? Wo ist Geldautomat? Wie teuer bist du? Geldautomat. Ein Planet Coaster Geld. Du kostet 200 Penunsen. Und ich kann mir den nicht leisten. Ich hoffe, die Werbung bringt jetzt ein bisschen was in der Zukunft. Im Park liegt viel Müll. Ich will doch nicht viel Müll da liegen haben. Ich habe doch schon so viele Angestellte. Guck mal, wie sich hier staut. Breitere Wege, ja, juhu. Wie soll ich denn jetzt noch dazu breiter machen? Hier wieder Geldautomat. Richtig cool, richtig am Klo. So, das Budget der Werbung zieht uns noch ein bisschen weiter im Minus. So viel, ich glaube, noch nie. So schlimm. Wir müssen darauf achten, wenn wir mal wieder ein bisschen in Plus geraten. Was, ich glaube, auch ein bisschen Jahres- und Tageszeitabhängig ist hier im Spiel, ne? Ich glaube, im Sommer machen wir wieder dicke Kohle. Da sind die Leute mehr unterwegs. Und die Züge bimmeln und bimmeln und bimmeln und bimmeln. Ich habe jetzt hier Karussells aufgestellt, die absolut keinen Umsatz machen, ne? Da sind zwar Leute drauf, aber ihr könnt mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Die machen Minus, Minus und nochmals Minus. Ja, der hält sich in Grenzen, weil sie noch nicht aktiviert sind. Oh, guck, die machen die 1 Euro plus. Da fehlt ja auch noch das ganze
Szenario-Bewertungskram. Das ist so ärgerlich, ne? Da habe ich Scheiße gebaut. Das habe ich zu früh gemacht. Ich muss mal ganz kurz das schauen. Ob die auch wenigstens alle was kosten. $2. Wir machen da mal 4 raus. Wir müssen so langsam an die Geldkurve wieder kommen. Es muss mal wieder Umsatz geben. Oh, wir kriegen ja ein bisschen Umsatz. Jetzt kommen die Teenagergruppen. Man sieht, dass die Zahl erhöht sich. Die waren nämlich weit, weit unten. Und die haben natürlich auch schönes Taschengeld von den Eltern immer dabei, ne? So, ich hoffe, die Leute akzeptieren 4 Euro Fahrpreis oder Dollar. Wir haben aber leider nur einen Waggon, ne? Wenn ich das jetzt hier verändere, dann können wir einen Waggon zum Beispiel mehr machen, wenn wir das länger machen, das Ding. Problem ist halt, dass wir dann das bei allen machen müssen, oder? Das frage ich mich gerade. Oh, wir machen Gewinne, können Geldautomat aufstellen. Das ist die Werbung. Unglaublich, ne? Man darf nicht vergessen oder unterschätzen, was Werbung ausmacht. Wo laufen denn so viele Leute rum? Hier, ne? Also hier ist, glaube ich, ein super Örtchen für einen Geldautomat. Aber den will ich gerade haben. Der ist von alleine sehr schief. So. Wir machen wieder Profit. Guck mal, die gehen da sofort ran. Wir machen noch einen Geldautomat. Ja, die Leute, die kommen ohne Kohle. Die sind natürlich einen halben Park gelatscht schon und haben dann keine Kohle dabei. Ist ja total Blödsinn, ne? Also was muss man denken? Und das habe ich nicht. Hier sind die doofen Parkbänke. Die muss ich vielleicht noch ein bisschen mittiger, dann ist ja nicht so schlimm mit der Parkbank. Ich werde nicht vergessen, dass es auch noch ein bisschen hübsch sein soll. Das ist natürlich der natürlichste Geldautomat der Welt. Mit Baum. So, ja, die haben ein Gruppenbudget, aber die können ja auch wie ich oder du am Geldautomat gehen. Also ich kann am ersten und zweiten das noch machen, aber ich glaube, jetzt haben wir noch mehr Stau verursacht hier, ne, durch den Geldautomat. Achso, was holst du ab? Komm, sei nicht so geizig. Sei nicht so geizig. Ist gerade am Automat. $50. Das ist sehr, sehr gut, dass sie das machen, denn das geben die dann hier aus, ne? Wir haben viel zu wenig Geldautomaten. Kein Scheiß. Boah, wir machen wieder richtig Kohle. Stellt euch mal vor, ihr kommt nach hier und ihr könnt gar nicht damit fahren, weil das viel zu teuer ist. So, sagen die, kommen die vom Karussell und sagen, es ist zu teuer oder sind die schon nur fertig damit? Ich glaube, das klebe ekliges an meinen Schuhen. Solange warte ich nicht auf Testpilot 2. Ja, Warteschlangen beschleunigen ist echt schwierig. Das ist wirklich tricky. Boah, ist aber wirklich viel Müll. Ne, müssen wir unbedingt noch ein... Wir müssen unbedingt mal einen Arbeitsplan erstellen. Ne? Das macht ja fast keinen Sinn. Ich kann die einfach nur tonnenweise davon einstellen hier und die laufen irgendwo anders rum. Nein. Achso, ich dachte, wir hätten noch einen eingestellt. Ja, warum wohl? Hier steht wieder keine einzige Mülltonne. Wir machen wieder Gewinn, aber nicht gut. Szenerie. Wege extras Mülltonnen. Werf den Müll doch bitte mal in den Mülltonnen, wenn ich ihn doch schon hinstelle. Okay, konnten sie nicht, aber da hinten konnten sie. Die Lümmel. Mülltonnen sind so wichtig. So, ein Problem haben wir weniger. Also die Geldautomaten laufen. Oh, ich habe Mensch gelöscht. Ja, ja, werf den mal da rein. Hier, wo viele Menschen sind. Entsteht auch wieder viel Müll. Wie in echt halt. Aber ich kann doch nicht 1000 Millionen Mülltonnen setzen. Das ist doch total Banane. Oder ist das im Park so? Ich war schon ewig nicht mehr in einem Freizeitpark. Mit einer exakten Kopie des vorigen Mülleimers. Ich will nämlich dieses Problem lösen mit dem Müll jetzt sehr gerne. Aber ihr müsst ja überlegen, die Mülleimer sind mal voll. Und dann brauche ich wieder Leute, die leer machen. Hier liegt doch nicht so viel Müll. Also Müll ist, einmal ist halt eine kackhässliche Deko. Jetzt habe ich die falschen Müller in einem falschen Szenario gebaut. So, die Geldautomaten, die fluppen aber ganz schön, ne? Steht da was? Wie viel die so abholen? Preis, eine Abbuchung kostet Geld? Also wenn du willst, kann... Die kostet $1 eine Abbuchung. Gebühren. Für alles, was dieser Art dieselben Preise benutzen. Dann machen wir sogar noch Umsatz mit dem, während sie Geld abholen. Fiese Geschichte. Jetzt geht da keiner mehr hin.
Monatliche Betriebskosten $50. $1 Betrieb, also $1, da sagt doch ein Charakter hier nichts, oder? Die gehen jetzt alle nur an dem. Hallo, da hinten steht noch einer. Aber die gehen fleißig Geld abholen. Ist ja lustig. Einnahmen. Wie 2,10. Hat einer nur 10% abgeholt? Na, ist ja egal. Lass sie mal dran gehen, dann gehen sie wenigstens auf die Karussells drauf, ne? So, hier ist eine Mega-Warteschlange. Welcher ist das? Nicht der hier, natürlich nicht. Ticketpreis $5. Ja, der ist der schlecht besuchste, weil hier ist noch nichts los, ne? So gut wie gar nicht. Wir haben wieder ein bisschen Taschengeld übrig. Hier gehen die Leute eigentlich gerne drauf, ne? Also wenn sie mal kommen. Das macht aber wirklich nicht Profit, glaube ich. Das boah. Ich muss das hier alles abreißen. Das ist doch alles furchtbar. Und die Züge. Die Züge geben einfach alles. Warten die auch schon hier, ja? Hier kommen die auch hin zum Warten. Sehr interessant. Der Eingang muss auf jeden Fall verbessert werden. Der sieht noch nach nichts aus. Wo wollen die denn hin? Sundale. Das ist doch noch geschlossen, oder? Radius. Wild Blue. Nee, Sundale ist das hier. Die fahren tatsächlich damit. 100% Szenariobewertung. Ja, durch die ganzen Roboter hier, ne? Na gut, dann macht der wenigstens ein bisschen Gewinn. Wir müssen uns langsam dann dabei hier rum kümmern, hier unten, ne? Um dem Szenario. Das bringt mir alle nichts, wenn ich hier jetzt nichts mache. Szenerie, Skifi. Und dann wollen wir mal gucken. Ja, müssen wir ein bisschen schick machen, ne? Also ein paar Sachen rein basteln. An den Warteschlangen. Angepasst? Nee. Es gibt ja einige Sachen, die wir hier bauen dürfen. Ich würde noch verdammt gerne einen riesen Roboter bauen. Aber die Zeit, die ist so teuer hier alles. Was habe ich denn jetzt? Oh, das geht aber echt nicht gut, gerade mit dem Geld. Raumschiff-Tragfläche. Das Schöne ist, das Raumschiff bringt mir gar nichts. In der Szenerie, oder? 8%. Das ist sowas von schade, so ein gigantisches Raumschiff dahin zu bauen, was überhaupt nichts bringt, ne? Reparatur-Druide repariert hier Druiden. Sieht aus hier so aus Wall-E. Der wird hier jetzt was reparieren. Und zwar repariert der... Der repariert... Hier ist nichts zu reparieren. Eine Tankstation. Also muss er schon da reingreifen. Oh, perfekt. Sehr schön, ne? Die Tankstation muss natürlich ein Fass bekommen. Lüftungsrohr. Ein Bipod. Was auch mal ein Biopod ist da. So. Wir haben ja diese komischen Zäune. Die kann ich schlecht umzäunen, weil da jetzt die Bänke sitzen. Ne? Das sieht auch doof aus, weil die Zäune selber würden jetzt ja auch ein bisschen was bringen, würde ich sagen. Und das sieht ja schon ein bisschen spaciger aus. Ich muss das unbedingt mal wegmachen da. Ich mache jetzt mal hier einfach einen Zaun hin. Jedes kleine Objekt bringt hier irgendwas, ne? Ist halt wichtig. Oh, hier habe ich eine Kurve im Zaun. Nur löst das nicht mein Problem. Dass ich da auch noch was reinsetzen muss, ne? Ich kann ja nicht einen Baum reinsetzen. Das sieht ja nicht aus im Weltraum. Obwohl Science Fiction und so ein Grünanlagending wird vielleicht sogar was bringen. Optisch. Weil der Boden, der wird ja nicht grün bleiben. So viel ist ja schon mal gesagt. So. Ja, ich nehme heute auf den... Was ist heute überhaupt? Freitag auf. Ja, damit das auch morgens kommt. Bin gerade... Also nicht gerade. Bin von der Arbeit gekommen. Hab noch keinen Mittagsschlaf gemacht, aber... Aber irgendwie habe ich gleich ein Problem. Ich gehe gleich im Kino. Das kann ich mir nicht mehr hinlegen. Dann bin ich so müde. Hab ich mir gedacht, so komm, wie überbrücke ich jetzt eine Stunde? Mach ein kleines Let's Play, ne? Und hoffe, dass das noch ganz gut wird. Denn wirklich, von der Arbeit 24 Stunden ist man echt einfach mal im Arsch, ne?
Also spacig genug sieht er meiner Meinung nach auf jeden Fall aus, der Zaun. Auch wenn der nicht jetzt wirklich so der sinnigste Zaun der Erde ist. Aber ist er nicht, ist ja Science Fiction. So. Und der muss aber was gebracht haben. 30 hat er jetzt hier. War der nicht gerade noch bei 9, ne? Wir sind mal noch bei 0. Ich will die gerne eröffnen, damit sie wenigstens ein bisschen was verdienen daran. Die Geschäfte, sonst ist das hier einfach nur sinnlose Rumsteherei von Zeugs. Ist das so groß, dass sich das hier sogar lohnt als Eingang? Boah, das sieht ja schon... Ach, hier kannst du nichts mehr machen. Hier habe ich alles verwurstet, ey, Mann. Ich kann mich nicht mit einem Gang legen. Das sieht ja doof aus. Nee, das sieht nicht aus. Das gefällt den Timmy nett. Okay. Habe ich irgendwas vergessen? An Kommentare. Wie gesagt, Müdigkeit obsiegt heute bei mir. Aber hier müssen wir auch noch was bauen. Oh Mann. Der Park, der wird so schön, wenn der fertig ist. Der wird einfach nur Bomben. Mega, super, super, trooper, mega geil wird der. Problem ist halt, es ist eine mega Fummelei, ne? Wir dürfen hier nicht pleite gehen. Jetzt haben wir ganz schön viele wieder reingezogen. Jetzt sind es wieder Erwachsenengruppen, die wir anziehen sollten. Aber man darf es auch nicht übertreiben mit dem Marketing, ne? Erwachsene, ne, wir dürfen nur zwei. So. Zeitung. Erwachsenengruppen. Machen wir mal Zeitungswerbung. Personalgäste. Sind wir denn noch irgendwas am Forschen? Aber bevor wir jetzt nicht reingucken, ich bin mal gespannt, was sich hier getan hat. Nämlich gar nichts. Wie finde ich denn raus, ob wir neue Fahrgeschäfte bekommen haben? Oder wie? Oder was überhaupt? Aktuell? Nervenkitzel. Weil Forschen war jetzt ja auch nichts mit Neuen, ne? Wir sind ja jetzt in dem Modus, wir haben nur Achterbahn. Ich hätte schwören können, im Patch Note stand, dass es neue Achterbahn gibt. Neue Fahrgeschäfte. Aber das werde ich mir nochmal genauer durchlesen. Das Problem ist, dass die Leute jetzt hier auch Durst kriegen und Hunger, ne? Das. Aber wenn ich jetzt hier was hinstelle, wo die essen und trinken können, kauft da keine Sau, ne? Kauft keine Sau was. Das ist doch auch ein interessantes Fahrgeschäft. Das müssen wir doch auch irgendwie hübsch hinkriegen. Verdammte Axt, ist das schwierig hier. Diese Szenerie fertig zu kriegen. Aber irgendwann hat man den Punkt erreicht. Ne? Dann hat man Sachen geschafft. So, Science Fiction, ne? Wäsch machen. Hab ich doch ausgewählt gerade, oder? Ja, perfekt. Spezialeffekte. Da kennen wir jetzt mit aus. Diverse. Was könnte man denn als Weltraum gut machen als Spezialeffekt? Was macht denn jetzt hier? Weil ich das noch in der Hand habe, oder was? Spezialeffekt Funken. Funken sind cool. Ah, guck mal hier. Statikfeld. Sowas ist ziemlich geil. Ne? Mann, das stört immer hier. Sowas ist immer ziemlich geil. Und wie immer lassen wir es in den Erdboden versinken. Aber man soll es ja noch sehen, ne? Das ist ein bisschen schwierig bei dem Statikfeld. Es kommen nur die Antennchen raus. Wie sieht das Ganze aus? Fantastisch. So, Kopie, der Kopie, der Kopie. Aber diese kosten uns wiederum Geld im Monat. Ne? Mal 1 Dollar Betriebskosten. Finde ich aber nicht viel. Auch so Feuer und so. Darf nur nicht jetzt, ich sag mal, alles voll klatschen davon. Dann geht nämlich die Rechenleistung in die Knie. Aber mega sogar. Na. Boah, sind die Züge schlimm, ey. Die sind das Allerschlimmste, was ich hier gebaut habe. Ich muss echt überlegen, dann irgendwas zu erledigen, dass die weg sind.
So. Nur die Antennchen bitte. So. Auch wenn die anderen Plattformen auch was haben, ne? Aber ich will das nur im Boden haben. Da kann man nämlich noch mehr draufstellen. Und so richtig übertreiben. Das war wieder falsch. So. Ich muss ein bisschen näher dran, sonst sehe ich es nicht. Ich glaube, der ist noch zu... Der ist gut. So, und das gibt ja schon wieder, wahrscheinlich wieder 100%. Ne? So ein alberner Kram, der gibt dann 100%. Ja, so viel wird es nicht sein. Aber viel. Der war ja noch bei 0. Weil lass die Leute voll mega anturnt hier, ne? Wenn sie sowas sehen. So. Weg damit. Sieht cool aus. Zieh ich auch weiter dann. Aber soll eine Warteschlange bleiben. Nein, das war gar nicht so viel. Wir müssen viel mehr in der Warteschlange arbeiten. Aber wir haben noch andere Funken. Wollen wir mal nicht elektrische Funken. Dann kommt da eine hier hin. Da eine kommt hier hin. In jeder Kurve kommen Funken. Einfach so. Weil es unter Strom steht. Dieses seltsame hier. Was auch immer das ist. Was ist das? Der ist cool, ne? Dann würde ich nicht so nah dran gehen, dann kriegst du ihn mir angewischt hier. So. Ich bin mal so gespannt. Wenn ich hier mal fertig werde und ich pleite gehe, also wenn ich pleite gehe, will ich trotzdem Rundgang machen hier. Dann machen wir einfach nur einen Spaziergang durch den Park mit irgendeinem Charakter. Lass ihn einfach rumlaufen. Und gucken uns alles mal genau an. Das wird verdammt lustig. Ich will nicht einen Livestream machen. Aber der läuft natürlich random rum, wie er Lust hat. Ist ja klar. 34%. Für so ein paar Blitze gar nicht so schlecht, ne? Okay. Ein großes... Oh, ich habe das kleine mittlere genommen. Ich scheiß Trottel. Machen wir hier nochmal eins rein. Das ist einfach nur ein Blitzbiom hier. So. Das wird nachts verdammt cool aussehen, glaube ich. So. Dachte ich jetzt gelöscht. Ganz nah an den Gästen dran. Muss doch nicht so 100% gerade sein. Ich will es auch nicht langweilig wirken, weil ich dir immer dasselbe baue. Aber das soll halt hier sehr viel mehr Blitze zu tun haben. Da kommt ja auf den Blitzen noch mehr drauf. Das ist ja nur erstmal hier, damit die Wertung hochkommt. Mal schieben, ist ein bisschen nervig. So. Wegen des Sound, ne? Und ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen der Performance am Ende. Im Erdboden versinken lassen. So. Ja, das blitzt hier, ne? Wertung. 75%. Das gibt eine Öffnung. Daran sieht man, dass es einfach nur eine KI ist. Und dann geht die Minusflöten. Da passen auch viele rein. Ist das wieder so ein Spezialriesenrad, was wieder so mega Schwünge macht? Nee, ne? Oder sich nur in sich dreht wie so eine Achterbahn. Das sieht irgendwie so aus. Leer. Wieso ist der leer? Und der ist wieder rappelvoll. Naja. Hauptsache, die verdienen damit noch ein paar Euros. Okay. Nächstes Szenario wäre das hier. Da sind wir schon ganz gut dran mit 70%. Ich will nur, dass die anfangen zu laufen, damit wir hier mal mit der Achterbahn irgendwann mal anfangen können. Und währenddessen auch Geld verdienen, anstatt nur Minus machen. Aber Minus machen wir momentan ja nur halbwegs. Wir bleiben ja so ein bisschen konstant. Was ist eigentlich mit dir, Screaminator? Ich habe dich auf alle 10 Minuten gesetzt. So, wie sieht's hier aus? Wie viel Geduld manche Menschen haben mit Warten, ne? Hätte ich nicht. Kein Scheiße. Ich würde da nicht 10 Stunden warten.
So, macht der Gewinn mittlerweile? Ne, der macht Minus. Ist auch ein Geld. Ich kann ja nicht 20 Euro fürs Geld abholen bezahlen lassen. Der hier läuft wiederum gar nicht. Warum denn? Wieso geht jetzt wieder keiner da dran? Aber ich wäre zu gierig, oder? Den nimm sie ja. Aber für den Ingenieur, der kommt gar nicht durch. Breitere Wege können diese Problematiken hier lösen. Und das werde ich jetzt hier machen. Kein Scheiß. Bank weg. Bank weg. Weil das geht mir hier echt auf den Sack, ne? Mit dem. Hier ist ja Platz für eine kleine Aussparung. Breite. Weiß nicht, was passiert, wenn ich das jetzt tue. Hä? Er will einen neuen Weg ziehen, ist ja klar. Ich kann den nicht löschen. Achso, weil ich ihn noch nicht gebaut habe. Seht ihr? Er will doch nur als Weg erkennen, oder? Keine Schnitte. Also ich müsste den Weg löschen, damit ich einen neuen ziehen könnte. Und das wird nicht passen. Der wird ja nur so eine dürre Öse da rein zaubern, wenn ich... Scheiße. Na, vielleicht ist ja da gut, dass die Kante da weg ist. Also diese Staus sind schon mega nervig, ne? Macht ihr wenigstens noch Kohle? Aber auch nicht mehr wirklich viel Profit. Oder der Tag gerade angefangen. Er macht auf jeden Fall nicht Minus. Doch. Ja, scheiße. Die liefen am Anfang so mega, ne? Hier, die Dinger laufen gut. Ja. Dafür ist der Kaffee einfach zu teuer. Ist da Kaffee? Macht doch Gewinn, ja. Die doppelt gegenübergesetzt haben, ne? Das ist ja nicht immer so interessant für die Leute. Aber ich kann den einen noch nicht billiger machen, das ist ja albern. Jetzt haben wir zwei Putzkräfte hier, die machen erstmal sauber. Ich habe die Nachricht schon lange nicht mehr bekommen, dass, ach du Kacke. Ticketpreise erhöhen. Du kostest jetzt 10 Dollar. Schauen. Bin ja froh, dass die Charakter hier nicht sterben, ne? Dass die Leute dann mal tot da liegen oder so. Boah. Guck mal, da ist ein Wagen leer. Was ist los mit dir? Wagentyp. 10 Dollar. 1,50 Euro Erhöhung. Nicht schlecht, oder? Okay, weiter geht's da hinten. Ich möchte das gerne heute noch eröffnen. Und zwar brauchen wir noch ein bisschen Szenario. Und ich kann jetzt nicht nur Blitze und irgendwas machen. Das geht mir auf den Keks. Oder Staub oder Wolken. Gibt es denn irgendwas Basices, was Bäume betrifft? Ich glaube nicht, ne? Wenn ich jetzt am Weltraum denke, denke ich nicht an Bäume. Aktuell, was heißt aktuell? Das, was ich als letztes benutzt habe, ne? Kunstform. Eine fette Kugel. Einfach eine Kugel dahin haben. Mal was testen. Eine silberne Kugel. Das ist eine Sphärenkugel. Die bringt 100%, ne? Nein. Was soll man denn daraus bloß basteln, ist die Frage. Requisiten. Auch das muss nicht zwangsläufig das sein, was man, was wir es erwarten halt, ne? Dieses Space-Szenario. Man kann auch Weltraum andere Dinge finden. Die Schilder Werbung machen? Köderschwanz. Den Schwanz, den haben wir vergessen letzte Mal bei dem. Dreht sich nicht. Königliches Pavillon. Boah, das scheint jetzt schon groß zu werden. Das könnte auch im Weltraum sein, sowas, ne? Das. Auf Nabu. Okay, Kugel für Statue. Sehr, sehr außerirdisch. Maschinendeckenbogen. Ja, ich muss den Eingang noch ein bisschen verfeinern. Das Einzige, was die Leute machen, ist hier wegrennen. Wow, falscher Button. So. Der wird nicht viel an der Wertung ändern, aber...
Ich fühle mich ein bisschen wohler jetzt. Was einfach so furchtbar aussah. So eine dicke, fette Wumme. Ach, das ist ja winzig. Oh, Piratenbiom. Szenario. Ich sag immer Biom. Das ist die Gewohnheit. Ruckelt. Jetzt muss die Leute da umhauen. Darf ich nicht. Bin ich wieder miese? Nee. Das stört wahrscheinlich im Karussell. Mal ganz kurz geguckt. 83%. Einen ganzen Prozent mehr. Okay. Jetzt kommen sie damit fahren. Hiermit kommt keine Sau fahren. Ich habe auch noch das Gefühl, wir müssen die Gänge miteinander verbinden. Weil die Leute ja hin und zurück gehen würden. Das ist einfach unpassend. So, die stehen jetzt ein bisschen schief. Ich habe da eine coole Idee. Von sich aus ein bisschen schief. Nur für die Optik, weil wir müssen ja mal vorstellen, wir laufen hier ja selber durch. Warum jetzt nicht? Was hast du gegen dem Schild? Ach, ich weiß warum. Wenn ich jetzt das Fahrgeschäft anmache. Nein, was mache ich denn falsch? Rückgängig machen. Weiter vorsetzen. Die so ganz nah dran, passt das schon. Eigentlich ist es ja nur Werbung hier, ne? Was ist denn da drauf? Hier ist ein Pirat drauf. Ach Quatsch, kopieren noch nicht. So. Was ist das wieder alles weg, ey? Wie finde ich das denn jetzt wieder? Die doofen Schilder. Schide. Später mal eigentlich schon. Oh Gott, ich muss gleich los. Ich weiß nicht, welche ich hatte. Ich habe hinten angefangen. So. Was ist das denn? Lustige Bilder auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, ein Schneemann. Blödsinn. So. Alle bringen wieder nur einen schlappen Prozent. Ne? 34. Ich will wenigstens gelb haben. Brennen die wenigstens die Düsen? Wow. Oh. So. 37, das hat sogar noch ein bisschen was gebracht. Wir könnten noch so ein Radar auf dem Dach kriegen. Oder hier so ganz spaciges. Easter Egg. Auch das sieht irgendwie total behämmert aus, ne? Eigentlich ist das ja nur ein Teil, also das passt irgendwie gar nicht, ne? Wenn ich das jetzt einfach drauf klatsch, sieht das aus wie drauf geklatscht. Raumschiffantrieb groß. Ja, ein halbes. Ich habe einmal eine Düse gesehen, da kam was raus. Fahrwerke. Achso, ja, das sind Teile von der Fahrwerke. Das ist cool. Aber es ist nicht eben, ne? Das ist das Doofe. Ich kann nicht die Kanonen wahrscheinlich nicht bewegen. Habe ich da eine ebene Fläche drauf? Ne, das ist komplett uneben alles hier, ne? Das ist nur die Spitze des Raumschiffs, fertig. Was? Heftig, ne? So ein Riesending. Passt das schon, ne? Die Mitte. Ne, das ist nicht die Mitte. Ich will hier einfach nur öffnen können. Damit ich nicht nur Minus mache hier. Das wäre zu schade. Oh, das war gut. Ich muss nur an den Raumschiff ein bisschen rumpimpen. Das ist alles gut. Was ja noch wirklich nicht mal ein Viertel fertig ist, ey. Plus, okay, das gefällt mir. Das gefällt mir. Also wir kommen wieder auf den grünen Zweig mit der Werbung. War damals noch euer Tipp.
Bis jetzt sieht es irgendwie cool aus. Das ist ein bisschen übertrieben, der Laser da vorne, aber ich finde ihn ganz in Ordnung. So. Scrolli, scrolli, scroll. Die sind noch mehr Schilder, aber jetzt haben wir auch spaßige Schilder gesetzt. Also ich fand, das sieht doch ganz in Ordnung aus. Können wir hier so Lüftungsröhrchen aus Spaß mal testen. Lüftungsrohr, oh, 4 Meter. So. Ist mal höher. Dann musst du eine Rotation machen, mein Freund. Manche Entfernungen sind super schwer auseinanderzuhalten. Aber boah, genau da, wo ich hinpuzzeln wollte. So, machst du einfach so. Boah, das müsstest du jedes einzeln dran packen. Heftig, oder? Jedes einzelne müsste dran gepackt werden. Okay, Szenerie. Ich muss noch mal ganz kurz das gucken. Bei Spezial nicht, Quatsch. Requisiten. Auch hier kommen wieder ein paar Bots rein. Nicht Name, nein. Filter, Szene, Sci-Fiction. Ich habe mich so auf das Sci-Fiction gefreut, aber irgendwie haben wir jetzt schon so viel gebaut, dass man da schon so ein bisschen aus dem Konzept kommt. So, hier kommen zwei nebeneinander kämpfen. Gibt mehr schießender Trooper Mensch. Der sich da bekriegt mit denen. Aber natürlich hinter der geht der in Deckung, wie man sieht. Genauso wie der hier, der geht auch in Deckung. Kriegt er da auch irgendwie so ein kleines Ding mal. Sind die Züge ätzend, ey. Die Züge gehen mir echt auf den Keks. Kein Witz, ey. Das ist echt furchtbar. Tolle Deckung, oder? Kannst du überhaupt nicht mehr spielen hier. Das ist ja unglaublich. Die sind durchweg am Tröten. Sind die nicht ein bisschen sehr nah zusammen? Ne, das passt schon. So, und ihr seid hinter einer... Ich muss schon wieder filtern. Ihr habt keinen Bock, da 10 Stunden zu scrollen, ne? Hinter so einen, der aber auf der Seite liegt. Kann ja auch mal auf der Seite liegen. Warum soll denn alles auf dem Kopf sein? Weiß ja kein Mensch, was das ist, ne? Oh. Okay, das wird die Szenerie doch ein bisschen aufwerten. Sieht noch sehr öde aus, aber wartet ab, da wird noch viel passieren. Okay. Bin ich jetzt mal zufrieden mit. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz auf meinen Hauptbahnhof. Das müsste ja der hier sein. Und guck einmal ganz kurz. Er ist ja grausam. Einstellung. Also wir machen monatliche Betriebskosten, aber wir machen auch Profit. Aber ganz wenig damit. Keine Musik. Wir hupen immer noch. Es ist ja nur der hier. Ich kann das Hupen nicht deaktivieren. Auslöser? Hat er vielleicht irgendwie Hubauslöser? 7 Millionen Stück? Wie lange hält es halt nie aus? Das ist, da geht's am Stock, ne? Kann ich nicht deaktivieren, glaube ich jedenfalls nicht. Also ihr könnt mir noch ein paar Tipps geben. Wäre voll cool. Ingenieur. Hä? Achso, schon gut. Boah, das ist aber ein gemütliches Karussell. Macht auch fette Umsatz, wa? Nicht. Radius 3. Also er will auf jeden Fall, wollen da welche hin. Aber bis sie da sind, sind die verhungert, verdurstet, alles, ne? Guck mal, ja, da strömen sie rein. Wollen wir alle mit Radius fahren, ne? Sundale, Radius 3, müsste wohl das sein, passt ja vom Namen her. Auf jeden Fall gibt es noch ein paar Gäste dafür. Mein Gott, die Züge, ey. Gibt es denn dann Optionen oder sowas? Das ist ja der Knaller, ey. Alles stumm schalten. Lautstärke anpassen. Menü Soundtrack stumm. Spiel Soundtrack stumm. Parkmusik stumm. Lautstärke anpassen. Es müsste da Lokomotiven stehen. Soundeffekte. Lautstärke anpassen. Soundeffekte stumm. Ich will eigentlich nicht stumm machen.
Wenn ich jetzt die Musik nur höre, ist das ja auch langweilig. Ich will auch den Park hören. Gesamtlautstärke, alles stumm. Menü-Soundtrack stumm. Spiel-Soundtrack stumm. Musik. Das ist, ich kann das nicht mehr hören. Es ist einfach zu viel. So. Eine Inspektion angefordert. Und wir machen wieder Talas. Sehr schön. Nur wir lassen nur noch einen einzigen Zug rumfahren oder sowas. Das ist ja sonst. Kannst du mich bald in der Psychiatrie einweisen? Das ist ja nicht normal. Die hupen ja alle 7 Sekunden, alle eine Sekunde. Guck mal, wie oft der hupt. Kurz am Bahnhof wahrscheinlich immer. Okay, ich glaube, hier steigen jetzt langsam auch Leute aus, damit sie nach Radius können. Obwohl die meisten wollen eigentlich immer nach Hause, habe ich so ein Gefühl. Sind da jetzt schon welche drin? Nee, hier. Kein zufrieden. Hier ist es aber auch öde, ne? Die werden jetzt so ein bisschen angelockt von den Blitzen da. Das Ganze sieht so aus. Also da wird noch auf jeden Fall was hinkommen, um Gottes Willen. Das können wir so nicht lassen. Also ein bisschen entspannt. Ich glaube, das ist verdammt hoch, das Ding. Und der Strom. Das sieht schon cool aus, wie die da durch den Park latschen. Was ist das denn für ein Kaktus da? Sowas sieht man erst, wenn man damit rumläuft. Ein fliegender Kaktus. Ich hasse euch Züge, ich hasse euch. Warum habe ich ein... Ich habe doch nicht gewusst, dass sie so tröten die ganze Zeit. Ein fliegendes Raumschiff. Eigentlich müsste ich sofort rankommen, oder? Da ist ja jetzt nichts zum Warten. Das Kind freut sich. Ist ja eher so ein Familienfahrgeschäft, würde ich sagen. Mit der Hypergeschwindigkeit von 0,0001 Geschwindigkeit. So leer hier noch. Ist ja die Chill-Out-Area hier. Boah, ich habe keinen Bock zu warten so lange. Fahren auf jeden Fall mal mit allem. Okay, hier muss das abgespaceter werden, auf jeden Fall. Ich würde den hier auch gerne Essen und Trinken anbieten, aber das würde einfach nur ein Minusgeschäft geben, dickes, glaube ich, oder? Haben wir direkt hier am Eingang ein Klo. Ja, wir können ja Toiletten, haben wir eine abgespacedes Klo. Leider haben wir keine Weltraumklos, ne? Da muss ich wieder selber eins bauen. Aber wir haben zum Beispiel, was ist das denn hier aktuell? Achso, das ist immer das, was wir gebaut haben. Was ist das denn? Was ist immer das, was wir letzte gemacht haben in diesem Bereich? Die Möglichkeiten Science Fiction laden. Wow, das sieht ja richtig geil aus. Aber das sind die Sachen, die nicht laufen hier. Fanartikel, ne? Und die kriege ich das nicht hin. Einkaufsbereich, den fand ich optisch sehr ansprechend. Aber was soll's, ne? Die Leute haben Hunger und Durst, auch hier. Na hier, Hunger. Aber das alles? Science Fiction. Achso, ich bin ja auch bei Imbiss, blöd, Mann. Ich weiß ja nicht, warum es dann kein Science Fiction Getränkebude gibt. Das ist ein bisschen traurig, ne? Ich kann nicht überall die Kuh hinstellen. Die ist so langweilig. Obwohl die eigentlich auch überall hinpasst, ne? Werbung dafür machen wir ja hier. Essen, trinken. Laufen wie eine Eins, die Läden. Boah, das Ding ist echt cool. So eine Klötze dran gebastelt, ne? An sich kann man sich da sehr viel Kreativität mit abgucken. Aber haben die jetzt keinen Durst, die jetzt kommen? Und Hunger?
Gar nicht, ne? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, hier zu bauen. Ja, die gehen eiskalt dran vorbei, die Leute. Dann sparen wir uns das Geld auf jeden Fall erstmal. Weil die wieder miese machen, ne? Irgendwie müssen wir die Leute eher herlocken. Und das wird wahrscheinlich die Achterbahn sein später hier. Genauso wie die hier. Die lockt auch die Leute an, ohne Ende. Weil sie kacke ist. Muss man echt aufpassen, was man noch baut hier. Mann. Da. Zu viel Nervenkitzel. Vielleicht nur hier und da eine Bremse reinbauen. Fährt ja auch leer wieder mal. Na, vielleicht können wir tatsächlich noch irgendwo eine Bremse reinpacken. Na, dann fährt sie wieder nicht durch, ne? Dient dazu, den Wagen mit in der Fahrtgeschwindigkeit zu nehmen. Flexibler als... Ich mach das mal. Ich hoffe, dann kommt da neue rum. Ansonsten dürfen wir jetzt nicht wirklich viel noch bauen. Bin jetzt einfach so ganz spontan drauf gekommen. Vielleicht ist ja dann nochmal was man nicht in roten Bereich. Deswegen geht da keiner hin, weil die Achterbahn einfach kacke ist für die Leute. Ne? Die haben Schiss. Oh, lecker Kaffee. So, der Test läuft. Venom hat ein technisches Problem. Das war schon tricky genug hier, dass das hochgezogen wird. Und das hier ist auch ziemlich fix nach unten. Das gibt schon mal Nervenkitzel ohne Ende, wenn man das sich hier anguckt. Na, Spaß ist hoch. Da ist der Nervenkitzel heftig. In der Kurve gewesen. Also hier in dem ganzen Bereich ist es zu krass. Na, grün, grün, grün. Da hätte ich eher bremsen müssen. Vielleicht können wir das ja ausbremsen da noch. Und dann hat er hier noch genug Speed. Das ist wichtig. Jetzt haben wir den aber ordentlich Speed da rausgenommen, ne? Und der Test sagt... Was sagt der Test? Sonnenaufgang. Naja, alles ist orange. Besser als rot. Wenn ich hier... Auf jeden Fall... Aber hier kannst du den Speed nie rausnehmen. Das kriegst du nie hin. Dann fährt die nicht mehr weiter. Nur mal testweise. Dann hätten wir sie vielleicht ein bisschen auf grün. Aber da kriege ich nie auf Kette, ne? Der wird da einfach stehen bleiben, dann kriegt er nicht genug Randspeed, dann kommt er hier nicht mehr hoch. Weil er den Wumms da ja brauchte. Waldblut hat ein technisches Problem. Mehr leck mich doch, Mann, ey. Jetzt kriegen wir wieder Kohle und die gehen wir alle kaputt, die Sachen oder was. Ja, weil sie mehr benutzt werden wahrscheinlich. Los komm, Zug, fahr. Boah, ist das Tröten furchtbar, ehrlich. Ich tausche die Bahn nur für aus gegen irgendwas anderes, was nicht trötet. So, jetzt gucke ich dir mal die Bremse an. Kriegt er nicht genug Schwung, um hier wieder hochzukommen, oder? Ne, das ist es. Scheiße. Also so eine Achterbahn muss man von vornherein perfekt bauen. Na, jetzt haben wir es aber ein bisschen besser gemacht. Ne? Ist nicht mehr rot. Vielleicht haben sie doch ein bisschen mehr Bock drauf, die Leute. Sitzen da welche drin und warten. Oh, die Armen. Na, einfach austauschen, das Ding in der nicht gleich. Machen wir nächste Folge vielleicht. Tauschen wir die Züge aus. Das hält ja keine Sau aus. Das ist ja... Die sind ja durchweg am Hupen. Ich bin ja extra weit schon immer weg von den ganzen Szenarien hier. Das ist ja Kopfschmerzen. So, hier hat er den richtigen Speed gehabt. Um noch da eben drüber zu kommen. Ein bisschen Speed haben wir da rausgenommen. Aus der Kurve hier. Oh ja, ist nicht wirklich viel Nervenkitzel bei. Fühlt sich an, dass man gleich stehen bleibt. So, Verlangsamung. Damit die Leute auch auf den Trichter kommen, dass es gleich zu Ende ist. Und damit haben wir dann ein komplett orangenes, ne? Besser als komplett rot. Hm.
Einfach nur Hölle, Hölle machen ist nicht so gesund für die Leute. So. Zieht vielleicht jetzt ein, zwei Leute mehr an, ne? Okay. Hier ist keiner drin, ne? Hier ist überhaupt keine Sau. Okay, und hier oben ist die Hölle los. Aber ich muss mich beeilen. Oh, ich muss mich wirklich beeilen. Ich muss in 10 Minuten losfahren. Ich habe das teurer gemacht und die fahren immer noch. Sollen wir hier auch noch einen Geldautomat hinpacken? Vielleicht wäre der hier vielleicht intelligenter als direkt neben den. Wir machen noch einen Geldautomat. Das Laden und Service. Und zwar im Rollercoaster-Design. Ne, passt sogar. Ah, scheiße. So. Und eine Fressbude kriegen die noch hier hin. Boah, ich muss mich beeilen. Ziemlich muss ich nach Kino fahren. Fressbütchen. Piraten-Imbissstand. Was? Das ist doch kein Piraten. Ja, vertan. Science Fiction. Ich habe Hunger. Hier so. So ein bisschen schiefer mal. Das turnt die bestimmt ein bisschen an. Viele kommen ja von dem Geschäft und haben wahrscheinlich Kohldampf. Trinken. Warum hat er denn zwei Läden auf einmal da drin? Das ist voll nervig. Wow, ist ja groß. Ja, gehen sofort Leute hin. Soll sich ja auch lohnen, ne? So. Furchtbar hier, ne? Der geldgeile Timmy. Oh, da fahren sie alle. Okay, da rennen sie sofort die Bude ein. Da unten aber auch momentan. Ganz gut eigentlich. Geldautomat. Wird benutzt, kostet auch, glaube ich, noch immer noch hier auch $1 Abgebühr. Und der Pirat, der läuft hier unten rum. Ja, wir müssen unbedingt Arbeitsaufträge hier machen für die. Oh Gott. Was habt ihr denn immer für ein Leiden? Dass sie mal alle sich da ballen. Gut, bis zur nächsten Folge. Ich muss im Kino.